Ein herzliches Willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es um die österreichische Bundesliga und deren Torhüter in der neuen Saison. Und da gibt es sicherlich die ein oder andere spannende Variante, die wir uns heute angucken werden. Gerne in die Kommentare schreiben, wenn euch irgendwas auffällt, was vielleicht nicht ganz so richtig war von mir. Natürlich kann sich das jederzeit ändern, wenn das Video rauskommt. Sommertransferfenster ist ja am Laufen. Das geht oft relativ schnell, dass plötzlich ein Gerücht aufkommt, das sich schnell bestätigt und dann der Transfer durch ist. Dementsprechend kann auch sein, dass sich das ein oder andere schnell ändern wird. Speziell gleich beim ersten Verein. Wir kommen zu Salzburg. Philipp Köhn im Gespräch bei diversen Clubs in Europa wird meiner Meinung nach zu 99,9% wechseln. Sollte es nicht tun, klare Nummer 1 bei Salzburg, brauchen wir nicht viel reden. Vertrag bis 2025. Neuankömmling Alexander Schlager war in der Jugend von Salzburg, dementsprechend hat er diesen besonderen Status gerade für die Champions League, dass ein Eigengewächs ist. Das heißt, man kann da mehr Ausländer nominieren. Preislich natürlich sehr, sehr günstig. Es wird spekuliert, dass er die Nummer 2 sein wird. Das hat der Sportdirektor bekannt gegeben. Ich selber habe jetzt mittlerweile schon 4 Karten von ihm, da ich mir das nicht so vorstellen kann. Ich denke, dass das abgesprochen ist, damit man den Preis hochhalten kann für Philipp Köhn. Ist doch logisch, wenn man sagt, ja, das ist Nummer 2, Philipp Köhn ist ja klar, Nummer 1 hat er Vertrag. Ja, was sollen die sonst sagen, dass er zu 100% wechseln will, weil er keinen Bock hat? Ja, da werden die den Preis drücken. Das ist meine Theorie, können natürlich andere Meinung sein. Dann der dritte Keeper, Nico Mantl, der wird von Aalborg zurückkehren, der war dort nur verliehen. Ich persönlich finde, er war so lala, Aalborg ist abgestiegen, hat so seine guten Phasen gehabt, war lange Zeit Ersatzkeeper hinter dem jungen Theo Sander. In Summe hat Aalborg sehr, sehr defensiv gespielt und ja, ich kann es mir persönlich nicht vorstellen, dass er die Nummer 1 sein wird bei Salzburg. Ich glaube eher, dass er irgendwo wechseln wird. Das ist so meine Variante. Und die Nummer 4 in diesem Fall ist Adam Stayskal. Hat bis jetzt nur beim FC Liefering gespielt, bei der zweiten Mannschaft von Salzburg. Kann ich nicht viel dazu sagen. Von den Stats her war das ganz okay. Ist halt zweite Liga Österreich. Kann ich mir auch nicht so vorstellen, dass er direkt jetzt schon die Nummer 1 sein wird bei Salzburg. Deswegen meine persönliche Theorie, kann ich natürlich komplett falsch liegen. Schlager wird die Nummer 1, sobald Philipp Köhn den Verein verlässt. Warum sollte ein Trainer, auch der Trainer wird wahrscheinlich den Verein wechseln, wenn der neue Trainer kommt, warum sollte er nach der Theorie gehen, dass der jüngste Torhüter spielen soll? Denn das hat ja angeblich der Sportdirektor gesagt, dass die jungen Torhüter spielen sollen und Schlager ist jetzt auch erst 27. Also jetzt auch nicht unbedingt so ein alter Hase. Also es riecht für mich viel nach Strategie à la Oliver Kahn. So basta, Lewandowski bleibt genauso wie mit der Geschichte mit Schlager. Kommen wir zum nächsten komplizierten Torhüter-Problemchen. Und zwar bei Sturm Graz. Die haben sich nämlich so ein bisschen anscheinend verzockt, wie ich das so sehe. Und zwar wird Jörg Siebenhandel den Verein verlassen. Dem haben sie keinen neuen Vertrag gegeben. Danach haben sie Okonokwo gehabt, der war ausgeliehen von Arsenal London und man munkelt, dass die lieber den versilbern möchten. Der hat ja nur einen Vertrag bis 2024 bei Arsenal und dementsprechend wollen die den verkaufen. So hat es bis jetzt rauskristallisiert bei der ganzen Geschichte. Und somit könnte der Plan von Sturm Graz eben nicht aufgehen, dass sie noch ein Jahr die Leihe verlängern können. Und somit sind sie ein bisschen unter Zugzwang. Sie haben jetzt sich Matteo Bignetti geholt von Frankfurt. Ein sehr, sehr junger Keeper. Der macht jetzt relativ wenig Sinn, meiner Meinung nach, auf einen schnellen Sprung zur Nummer 1 bei der ganzen Geschichte. Dann gibt es noch Luka Maric. Der hat noch Vertrag bis 2025, ein Torhüter-Talent. Da denke ich nicht, dass Sturm Graz die Eier haben wird, den einzusetzen. Und somit hat auf jeden Fall Sturm Graz jetzt ein Torhüter-Problem. Was da am Ende rauskommen wird, werden wir sehen. Auf jeden Fall ist noch Sachin Radlinger momentan auf dem Markt. Ein sehr interessanter Keeper vom Absteiger SV Ried. Den könnte ich mir vorstellen, dass die den holen. Oder sie schaffen es wirklich noch, dass sie Okonokwo irgendwie für ein Jahr ausleihen können. Dafür müsste aber Arsenal den Vertrag von ihm jetzt verlängern. Ansonsten weiß ich nicht, was man da großartig machen will. So wie ich das von dem Manager von Sturm Graz gelesen habe, ist das halt eine Geldgeschichte. Die wollen halt bei den Torhütern sparen irgendwie. Das ist denen alles immer zu teuer. Dementsprechend eventuell, dass die vielleicht sich irgendeine überraschende Leihe einfallen lassen. A la Okonokwo, den hatte auch nicht wirklich jemand in Österreich auf dem Schirm, dass die denn sich da aus
der Premier League holen würden. Dann kommen wir zu dem LASK. Die haben den Trainer gewechselt, so wie zu dem Thema. Im Prinzip der neue Trainer ist, glaube ich, ein ehemaliger Co-Trainer von Glasner und der wird, glaube ich, nicht viel experimentieren. Laval wird die Nummer 1 werden, nachdem Schlager jetzt zu Salzburg gewechselt ist, und die Nummer 2 wird Nicolas Polster sein. Da muss man halt nur gucken, wie das dann vertraglich gelöst wird. Auf jeden Fall hat Laval Vertrag bis 2027, wie es hier steht. Und ja, preislich ist das relativ okay, gerade im Limited-Projekt. Die spielen auch Europa-Cup, der sind noch 2 Jahre, nee, 1 Jahr mittlerweile nur noch. U23 Keeper und im Rare-Bereich 566, da muss man so ein bisschen gucken. Aber wie gesagt, Limited-Bereich, ein Europa-Cup Keeper, der sicherlich nicht verkehrt ist. Und Lukas Jung wird mit Nummer 3 sein, aber gibt es eh keine Karte. Dann kommen wir zu Rapid Wien und wieder einem jungen Torhüter, Niklas Hedel. Rapid Wien hat sich auch für den Europacup qualifiziert und ja, 2027 der Vertrag für Hedel. Großes Torhüter-Talent und immer wieder ein Kandidat fürs Nationalteam, zumindest in den Top 3 der Keeper. Österreich eh noch ein bisschen problematisch mit den Keepern. Voraussetzung für Rangnick ist immer, dass die Nummer 1 von Österreich auch Stammkeeper im Verein ist. Dementsprechend hat er immer wieder gute Chancen, da irgendwie reinzurutschen, hat aber ein schlechtes Frühjahr gehabt. Ja, wird auch wieder kommen. Ist halt bei jungen Torhütern immer wieder sehr wechselhaft, allgemein bei jungen Spielern. Preislich sehr, sehr günstig und langfristig gebunden. Genauso wie Paul Gartler, die Nummer 2 im Doppelpack, kann man sich die beiden holen. Hat einen neuen Vertrag gekriegt, steht jetzt nicht hier. Bis 2025 haben sie ihn jetzt verlängert. Dementsprechend sicherlich kein verkehrtes Paket, sich da mit dem positionieren. Bernhard Unger ist die Nummer 3. Ich denke, der könnte irgendwo wechseln. Denke aber eher Richtung zweite Liga oder irgendwo zu einem anderen Club, wo er dann wenigstens die Nummer 2 ist und nicht wie bei Rapid Wien die Nummer 3. Noch simpler ist es bei Austria Wien, Christian Früchtl, den deutschen Bonus mit dem deutschen Trainer wird auf jeden Fall zu 1000% die Nummer 1 sein. 30 Euro im Limitbereich ist auch gut gestiegen, weil momentan die Playoffs laufen für den Europacup. Das heißt, man kann noch mit etwas Glück einen Torhüter haben, der nächstes Jahr Europacup spielt. Auch hier das Thema mit dem U23-Button, ein Jahr hat er noch und 312 Euro im Rare-Bereich ist echt nicht viel. Mit etwas Glück, wenn er noch im Europacup reinrutscht, hat man dann einen guten Torhüter. Und die Nummer 2, Mikko Kost, hat aber nur noch ein Jahr Vertrag, aber im Doppelpack kann man den dazu nehmen und ist dann relativ günstig gut dabei. Kommen wir zu Klagenfurt und Philipp Menzel. Man sieht schon preislich sehr, sehr stark gefallen. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass er bei Klagenfurt irgendwie bleibt oder die Nummer 1 auch überhaupt bleibt. Ich fand ihn nicht gut. Packhold ist als Trainer eh so ein bisschen knurriger Typ. Ich denke, torhütertechnisch wird hier sicherlich was passieren. Es gibt dann noch Marco Knaller, der ist 36. Ob der dann noch weitermacht, ich meine sogar irgendwie gehört zu haben, dass er die Karriere beenden will oder so, irgendwie halb Torwartstrainer, halb ja so dritter Torhüter sein möchte. Und Marcel Köstenbauer wäre ein interessanter junger Torhüter, der talentiert ist. Ich denke aber langfristig, ja, wird es ein bisschen dauern, dass er da irgendwo sein Plätzchen findet. Ich denke, dass Klagenfurt entweder Siebenhandel sich holen wird als Torhüter oder Sachin Radlinger, der sowieso bei allen Clubs ja so heiß begehrt ist. Und für Philipp Menzel wird es meiner Meinung nach, glaube ich, zu Ende gehen bei Klagenfurt. Das ist meine persönliche Theorie. Vertrag ist nur noch bis 2024. Vielleicht kriegen sie noch ein bisschen Ablöse von irgendeinem Drittliga-Club aus der Bundesliga. Soweit würde ich das mal bei Klagenfurt einschätzen bei der ganzen Geschichte. Dann kommen wir zu Austria Lustenau. Stand jetzt, wo ich das Video aufnehme, sind sie noch in der Playoff-Phase um den Europacup gegen Austria Wien. Dominik Schierl bis 2024 Vertrag, genauso wie Helac. Ich würde mal so sagen 1A Torhüter Schierl. Würde wahrscheinlich gesetzt sein, wenn man sagt, dass Helac eine gleichwertige Chance haben soll. Bei Lustenau denke ich mal, so einen leichten Vorteil hat auf jeden Fall Schierl langfristig, hat auch relativ gute Stats gehabt. Doppelpack mit Helac kann man den sicherlich nehmen, wobei Helac gerade 5 Euro doch relativ viel ist, auch im Rare-Bereich 112 Euro. Dadurch, dass er jetzt ein paar Spiele gekriegt hat, ist so ein bisschen der Preis hochgegangen. Hier sieht man 3 Spieler hat er jetzt gehabt, entsprechend da ein bisschen abwarten, wenn man da sich interessiert. Ich persönlich bin da kein großer Fan von Lustenau. Langfristig denke ich auf jeden Fall mal, wird Schierl als Nummer 1 in die neue Saison für Lustenau gehen. Dann kommen wir zum Wattens Tirol.
Ferdinand Ostwald, der Kapitän und ja die Nummer 1 bei Wattens Tirol, ist aber verletzt, hat einen Bandscheibenvorfall, auch so eine Rückengeschichte. Und ja, 32, ich habe das dunkle Gefühl, gefährlich, dass er die Karriere beenden könnte. Und die Nummer 2, Ocegovic, hat sich eigentlich relativ gut ausgezeichnet, hat immer relativ gute Partien gehabt. Aber für den Preis könnte man da bei ihm spekulieren, dass er die neue Nummer 1 werden könnte. Kann natürlich nach hinten losgehen, vielleicht kuriert alles raus bei Oswald und alles ist wieder gut. Aber so ein leichtes Gefühlchen habe ich, dass man da so auf Ocegovic gehen könnte. Tirol hat nicht viel Geld, ein relativ ja, sparsamer Club. Und es ist nicht so, dass jetzt irgendwie ja, die Spieler heiß begehrt sind, zu diesen Clubs zu wechseln. Deswegen wüsste ich nicht, warum Ocegovic nicht vielleicht doch eine kleine Chance hätte auf die Nummer 1 in der neuen Saison. Kann man natürlich ein bisschen abwarten, was sich so gesundheitlich mit Oswald tut in den nächsten Wochen und Monaten. Kommen wir zum Fastabsteiger Altach. Klose ist mittlerweile weg und ja, der neue Trainer, der den Verein gerettet hat, wird wahrscheinlich auch den Verein Altach verlassen. Tino Casali, Vertrag läuft aus, genauso wie bei Jakob Odenal. Jakob Odenal hat es schon geheißen, dass er wahrscheinlich den Verein verlassen wird. Bei Casali, der ist interessiert, dass er eine Einigung findet. Auch der Verein hat mittlerweile gesagt, sie würden gerne mit ihm verlängern. Man wartet halt ein bisschen ab jetzt bei der ganzen Geschichte. Ich denke mal, man wird so ein bisschen klären wollen, wer der neue Trainer ist und was der neue Trainer gerne möchte. Und je nachdem, was dann der Stand ist, denke ich mal so bei 75% die Chance, dass Casali auch im neuen Jahr Nummer 1 sein wird. Der junge Däne, der ausgeliehen worden ist, ich denke, dass der wieder zu Milan zurückkehrt. Ich denke mal, da wird nichts mehr passieren. Dementsprechend, ja, 5 Euro Limited-Bereich, 160 im Rare-Bereich für ein ganzes Jahr Bundesliga mit 33 Spielen sicherlich nicht so verkehrt. Kommen wir zum Wolfsberger AC und bei allen Teams, wo ja die Torhüter-Position so ein bisschen wackelt, da geistern immer Siebenhandel und Sachen Radlinger so ein bisschen über den Köpfen. Dementsprechend auch hier Bonnmann, Paar Nummer 1, hat glaube ich noch ein Jahr Vertrag bei Wolfsberg. Die Wahrscheinlichkeit natürlich, dass er nach Deutschland zurückkehren könnte, ist immer wieder realistisch. Dementsprechend gibt es noch Lukas Güttelbauer als Nummer 2. Den finde ich relativ talentiert. Preislich gerade im Limited-Bereich meiner Meinung nach relativ unterbewertet. Den würde ich mir auf jeden Fall immer so ein bisschen im Blick behalten. Ansonsten gibt es noch David Skubel, das wäre die Nummer 3. Der ist meiner Meinung nach relativ uninteressant, aber Güttelbauer auf jeden Fall ein talentierter Torhüter. Sollte Bonnmann gehen, vielleicht sogar Chance, dass er die Nummer 1 wird. Vielleicht ist man so ein bisschen mal mutig und lasst mal einen österreichischen Torhüter mal eine Chance zu und nicht immer wieder ausländische Torhüter oder irgendwelche 36, 37-Jährige. In Summe halte ich die Chance halt so, ja, ich würde sagen auf 20% maximal, dass er irgendwie die Chance kriegen würde. Vor allem vorausgesetzt, Bonnmann wechselt wirklich wieder irgendwo nach Deutschland zurück oder irgendwo zu einem anderen Verein. Das muss man halt auch erstmal abwarten. So, kommen wir langsam ein bisschen zu den exotischen Teams. Also hier Hartberg auf jeden Fall. Sallinger war die Nummer 1 in dieser Saison. Man hat jetzt einen neuen Torhüter von Amstetten verpflichtet, der wahrscheinlich mit ihm ja im Kampf ums Einzelleiberl so ein bisschen kämpfen wird. Von dem gibt es aber keine Karte. Und bei Sallinger würde ich dann halt auch so ein bisschen die Finger lassen. Der nächste Keeper, Fabian Ehmann, der wird wahrscheinlich den Verein wieder verlassen. Hat sich dann nicht wirklich durchsetzen können. Dementsprechend Hartberg, relativ uninteressante Torhüter-Geschichte und ja, ich sehe da nicht großartig viele Optionen. Kommen wir nun zum Absteiger und zu dem besagten Torhüter, der irgendwie über alle im Köpfen geistert in der ganzen Bundesliga. Samuel Sachin-Radlinger, sehr, sehr gute Stats bis jetzt immer gehabt, trotz des Absteigers, selbst wenn man hier guckt, die haben ja ständig verloren und trotzdem hat er immer wieder so eine 50, 52, 53, 47 rausgehauen, weil er eigentlich ein relativ guter Torhüter ist, er hat sehr, sehr viele Paraden immer wieder gehabt, hier war er mal verletzt und ich bin eigentlich überzeugt, dass er einen Verein finden wird, die Frage wird halt nur, welcher es wird und somit im Rare-Bereich auch nicht uninteressant, die ganze Geschichte. Ist aber natürlich auch schon 30, wenn es da irgendwo ein falscher Verein wird, hatten wir mit Andreas Leitner auch schon. Da hatte man auch gemeint, dass das ein ja, guter Torhüter ist und der für die zweite Liga zu schade ist. Und wir sehen, wo er hingewechselt ist, in die zweite rumänische Liga zu Petrolul 52. Dementsprechend, ja, ist jetzt ein schwammiger Vergleich. Leitner ist doch ein Ticken schwächer als Sachin-Radling auch von den ja, Bewertungen. Aber man sieht halt, wie schnell es gehen soll. Und es gibt halt nicht so viele Teams,
die halt wirklich einen Torhüter unbedingt brauchen. Der zweite ist Richard Strebinger, der wird auch den Verein verlassen, hat sich da auch nicht wirklich durchsetzen können, auch lange ausgefallen, war auch bei Legia Warschau dort nicht durchgesetzt. Ziemlich schwammige Jahre gehabt die letzte Zeit, habe immer mal so ein Interview gehört, dass er da mehr auf die Familie achtet. Ich habe leider zwei Karten, habe so ein bisschen spekuliert drauf. Ist halt erst 30, andererseits ist es momentan eh so ein bisschen Mode, dass man frühzeitig die Karriere beendet. Sehr, sehr risky, also ja, sehr, sehr spekulativ die Geschichte. Ich wüsste auch gar nicht, wo er hingehen sollte, dass er die Nummer 1 sein könnte, welchen Verein es da geben will. Er hat gesagt, wegen der Familie will er in der Heimat bleiben und da kommt eigentlich fast nur noch ein Zweitliga-Club in Frage. Dementsprechend, ja, relativ uninteressante Geschichte. Ich würde sagen, dass er in der ersten Liga irgendwo landet, vielleicht bei 5 bis 10% maximal. Ja, das war so mal der Überblick über die 12 Bundesliga-Clubs in Österreich, wie es da so torhütertechnisch ausschaut. Gerne in die Kommentare schreiben, was denkt ihr? Seid ihr vielleicht bei der einen oder anderen Position anderer Meinung? Dann gerne in die Kommentare schreiben. Und dann danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.